Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Grundkurs CO2-Bepreisung hier in der Heinrich-Böll-Stiftung Homeoffice. Mein Name ist Stefanie Groll. Ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir haben heute einen Grundkurs zu einem ganz heißen Thema. CO2-Bepreisung wurde in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 2 Jahren, ja ganz intensiv diskutiert. Der CO2-Handel, der sogenannte Handel für Verkehr und Wärme, war ein Aushängeschild, ist ein Aushängeschild des Klimaschutzpaketes der Bundesregierung, mit der die 2030 Klimaziele erreicht werden sollen. Und jetzt gerade vor 12 Tagen in diesem Jahr hat ja dann auch die Veräußerung von Emissionszertifikaten im Rahmen des Brennstoffemissionshandels Gesetzes begonnen. Also ein brandaktuelles Thema, was uns sicherlich auch noch dieses Jahr in diesem Wahlkampfjahr, in diesem Superwahljahr begleiten wird. Wir hatten eben das Foto, das haben Sie gesehen, das waren diese rauchenden Schlote aus Bengji in China. Da muss mich Swantje Fiedler gleich korrigieren, aber ich glaube, in China ist jetzt auch gerade just ein Emissionshandel eingeführt worden. Also auch da tut sich was, global tut sich was im Thema CO2-Bepreisung. Darum geht es heute in diesem Grundkurs noch nicht. Darum geht es in Teil 3, was auf dem Rest der Welt passiert. Lassen Sie uns gleich loslegen. Stellen Sie bitte Ihre Fragen im FAQ, voten Sie Fragen hoch, die Sie gut finden. Der Chat ist nur für technische Fragen, wenn Sie das Bild nicht sehen, wenn Sie den Ton nicht hören. Alle inhaltlichen Fragen an die Referentin bitte im FAQ. Und dann übergebe ich das Wort an Swantje Fiedler, der ich sehr danke, dass sie sich bereit erklärt hat, das heute hier uns durch diesen Grundkurs zu führen, Swantje Fiedler vom FÖS. Und vielen Dank auch an meine Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund, vor allem an Rita Hoppe aus dem Referat Ökologie und Nachhaltigkeit, die dafür gesorgt hat, dass wir alle hier jetzt uns sehen. Also Sie sehen mich, ich sehe Sie nicht. Swantje, bitte. Ja, vielen Dank, Stefanie Groll, für die Einleitung und natürlich auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und diesen Hintergrund zum CO2-Preis referieren darf, weil sich das FÖS auch schon lange mit dem Thema beschäftigt. Und ich sehe, es sind auch wirklich beachtlich viele Teilnehmer hier eingeschaltet und das freut mich natürlich umso mehr. Ich werde jetzt eben meinen Bildschirm teilen mit der Präsentation. Wunderbar, genau. Es geht um den Grundkurs CO2-Bepreisung und wir fangen heute an mit Einführung und Hintergrund. Ich möchte aber erstmal kurz noch was zum FÖS sagen. Wieso geht jetzt das nicht weiter? Kleinen Moment, eben hat es noch geklappt. Das FÖS ist ein politischer Think Tank für Umweltschutz und Marktwirtschaft. Und ich bin hier immer noch mit den Folien am Kämpfen. So, jetzt stimmt für mich alles und ich sehe das, was Sie auch sehen. So, wir sind ein politischer Think Tank für Umweltschutz und Marktwirtschaft seit 1994. Unser erstes großes Thema war die ökologische Steuerreform. Und ja, unser Grundansatz, dem wir uns widmen, ist, dass Klimawandel, Luftverschmutzung und so weiter Folgen von Marktversagen sind. Und diese Verzerrungen, die es gibt, dadurch, dass Preise nicht die ökologische Wahrheit sagen, die sollten eben korrigiert werden durch politische Instrumente. Dabei arbeiten wir mit verschiedenen Akteuren zusammen, vor allem auf wissenschaftliche Art und Weise zur Ausgestaltung von ökonomischen Instrumenten. Und machen aber auch Politikberatung und halten eben genau solche Vorträge wie heute. Und der CO2-Preis ist dabei natürlich eines unserer Kernthemen, neben anderen wie Umweltsteuern, Abbau umweltschädlicher Subventionen, Emissionshandel, Flächenverbrauch, Verkehrswende. Überall geht es darum, die ökonomischen Anreize für Umwelt- und Klimaschutz zu verbessern. Zur heutigen Agenda. Zunächst einmal noch
so ein bisschen Schritt zurück. Generell wird die Frage gestellt, was ist eigentlich die Rolle von Preissignalen und warum sind die verzerrt in der heutigen Marktwirtschaft? Dann schauen wir uns an, was sind denn die Schadenskosten von CO2-Emissionen, die durch den CO2-Preis den Verursachern in Rechnung gestellt werden sollen. Und dann gehen wir tatsächlich auch in die Instrumentendiskussion und schauen, welche CO2-Preise wir in Deutschland haben und welche diese im Instrumentenmix für den Klimaschutz insgesamt spielen. Die ganz konkreten Ausgestaltungsdetails, die kommen dann morgen in der Sitzung dran. Aber wir stellen uns heute auch schon die Frage, wie hoch denn ein CO2-Preis eigentlich sein muss, damit er richtig viel bringt für den Klimaschutz. Ja, zu den Klimazielen der Bundesregierung hat Stefanie Groll auch schon was gesagt. Wir wollen unsere CO2-Emissionen stark reduzieren, müssen sie stark reduzieren, um die Erderhitzung zu begrenzen, möglichst auf 1,5 Grad. Und wir sehen hier in den Balken die CO2-Emissionen von Deutschland, wie die sich entwickelt haben über die Zeit. Man sieht, sie sind ein bisschen gesunken, aber eigentlich wirklich nur ein bisschen. Und wenn ich mir anschaue, Ziel 2020, das werden wir jetzt dank Corona sogar knapp erreichen. Aber das Ziel 2030, das ist doch schon eine ziemlich ambitionierte Verringerung. Und diese Ziele hat die Bundesregierung in ihrem Klimaschutzplan 2050 festgeschrieben und hat dann eben im Klimaschutzprogramm 2030 Maßnahmen beschlossen, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Und der CO2-Preis im Bereich Wärme und Verkehr ist ein ganz wichtiger Baustein in diesem Paket gewesen. Ja, und ist auch besonders wichtig, weil gerade die Bereiche Gebäude und Verkehr sieht man hier in Blau und so ein bisschen lila-rot, hat sich eigentlich kaum was getan seit dem Jahr 2000. Das sind so ein bisschen die Sorgenkinder des Klimaschutzes, kann man sagen. Und was ich auch noch sagen möchte zu dieser Folie ist, dass dieses Ziel für 2030, das sich die Bundesregierung jetzt gesetzt hat, ambitioniert erscheint und ambitioniert ist, aber tatsächlich auch immer noch nicht ausreichend ist, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Also eigentlich müsste man sogar noch viel mehr machen. Nun zur Rolle von Preissignalen und den Schadenskosten. Ich hatte wieder eine Folie übersprungen. So. Wir haben die Situation, dass die verzerrten Preise heute zu Marktversagen führen. Wenn wir uns zum Beispiel entscheiden müssen, reisen wir mit dem Flugzeug oder mit der Bahn, dann ist sogar für eine Reise innerhalb Deutschlands das Flugzeug häufig das günstigere Verkehrsmittel. Und das liegt nicht daran, dass es tatsächlich günstiger ist, sondern dass eben viele Folgekosten nicht eingepreist sind, sogenannte externe Effekte, daran, dass Subventionen die Preise verzehren und das Steuer- und Abgabensystem einfach in die falsche Richtung lenkt und das Flugzeug immer noch begünstigt ist. Und diese Preisverzerrung, die kann man in ganz vielen Bereichen beobachten. Das Ganze führt zu Marktversagen und eben auch dazu, dass Bürgerinnen und Unternehmen auch oft die falschen Produktions- und Konsumentscheidungen treffen, weil einfach das umwelt- und klimaschädliche Verhalten immer billiger ist als die klimafreundlichere Variante. Wenn wir das jetzt auf CO2-Preise beziehen, dann müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wie viel Kosten verursacht denn die Emission einer Tonne CO2? Und dazu gibt es ganz verschiedene wissenschaftliche Schätzungen. Kann man sich vorstellen, ist ja auch gar nicht so leicht zu berechnen, was die Kosten des Klimawandels sind, also wenn Extremwetterereignisse zunehmen und der Meeresspiegel ansteigt und es gesundheitliche Auswirkungen gibt und so, welche Kosten entstehen eigentlich und was ist eigentlich ein Menschenleben wert? Also solche methodischen Fragen muss man sich stellen. Und das Umweltbundesamt hat eine Methodenkonvention rausgegeben, mittlerweile schon das dritte Mal, und schätzt die Klimaschadenskosten einer Tonne CO2 auf 195 Euro pro Tonne.
diese Zahl ist ganz wichtig im Kopf zu behalten, wenn wir jetzt gleich schauen, welche CO2-Preise wir bei unseren etablierten Instrumenten bisher haben. Ein Hinweis noch an dieser Stelle, diese 195 Euro pro Tonne CO2 sind sogar eigentlich eher eine Unterschätzung, die davon ausgeht, dass die Klimaschäden, die in späteren Jahren entstehen, heute nicht so stark einbezogen werden müssen, wie sie dann für die späteren Generationen entstehen. Das ist das mit dieser reinen Zeitpräferenzrate, was man oben sieht. Also die Klimaschäden in 30 Jahren oder so, die gehen hier nur zum Teil in die Schadensberechnung ein. Das ist ein ganz gängiges und akzeptables Vorgehen, aber trotzdem nochmal, wenn man diese 195 Euro pro Tonne sieht, dann ist das keine Überschätzung, sondern vielleicht eher noch eine Unterschätzung. Und wenn man diesen Schadenswert hat, dann kann man den in allen möglichen Konsum- und Produktionsbereichen auch umrechnen. Zum Beispiel ein Kubikmeter tropisches Hartholz hat Umweltschäden von 1440 Euro, eine Tonne Beton 26 Euro, eine Kilowattstunde Braunkohlestrom 22,7 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn man das vergleicht mit den Preisen, die wir heute am Markt sehen für diese Produkte, dann ist das zum Teil eine Verdopplung oder sogar eine Vervielfachung des eigentlichen Marktpreises, der heute sichtbar ist. Und diese Kosten, die sind nicht abstrakt oder irgendwann in Zukunft, sondern die sehen wir bereits heute. Ich habe hier einfach mal beispielhaft eine Zeitungsmeldung, jetzt auch von Anfang des Jahres. Das ist nach Berechnungen von Rückversicherungen schon im Jahr 2020 ein sehr teures Schadensjahr war und dass der Klimawandel schon hohe Kosten verursacht hat. Und das wird nicht weniger werden in den nächsten Jahren. Was soll also der CO2-Preis? Der CO2-Preis soll eben den Anreiz geben, in emissionsarme Technologien zu investieren. Er soll die Sektorenkopplung vorantreiben. Das heißt, dass zum Beispiel im Bereich Wärme und Verkehr immer mehr erneuerbarer Strom eingesetzt werden soll, statt fossiler Brennstoffe. Er soll Verlässlichkeit und Planbarkeit für alle Akteure schaffen, die investieren wollen in klimafreundliche Technologien. Und er soll aufkommensneutral und sozialverträglich ausgestaltet sein. Das bedeutet, das Geld, was eingenommen wird, soll auch wieder zurückverteilt werden. Und insbesondere so, dass es die Ärmsten unserer Gesellschaft nicht überfordert. Und ein CO2-Preis ist dabei auch gerecht. Und zwar, wenn man es richtig macht. Das Verursacherprinzip selber ist gerecht, weil diejenigen, die Klimaschäden verursachen, auch dafür bezahlen. Er ist gerecht, weil er unsere zukünftigen Generationen vor hohen Kostenanstiegen schützt, vor den Folgekosten, die wir heute verursachen. Und wenn er richtig ausgestaltet ist, eben auch einkommensschwache Haushalte nicht stärker belastet, sondern sogar entlastet. Ja, so viel erstmal zur Idee des CO2-Preises und was er leisten soll. Und jetzt gucken wir uns mal die Situation in Deutschland an. Welche CO2-Preisinstrumente haben wir in Deutschland? Es sind zwei. Es ist der EU-Emissionshandel und eben auch seit neuestem der nationale Brennstoffemissionshandel. Neben der Energiesteuer, die es schon lange gibt. Und wenn ich mir jetzt hier dieses Kuchendiagramm angucke von Emissionsquellen, Energiewirtschaft und Industrie sind die größten Bereiche. Und für die gilt eben seit 2005 auch der EU-Emissionshandel, kurz EU-ETS. Er deckt ungefähr die Hälfte der Emissionen ab. Er ist ein Emissionshandel mit handelbaren Zertifikaten. Verschmutzungsrechte werden am Markt gehandelt und die Emissionen verursachen, müssen Zertifikate nachweisen für jede Tonne. Und betroffen sind eben die Bereiche Energie und Industrie. Seit einigen Jahren auch Luftverkehr, wobei der noch einige Ausnahmen hat. Die Industrie bekommt einen Großteil der Zertifikate allerdings noch kostenlos. Sie müssen zwar Zertifikate nachweisen und wenn ein Unternehmen zu wenige hat, muss es die am Markt kaufen. Aber eine bestimmte Menge bekommen sie erstmal
kostenlos, was auch dazu geführt hat, dass viele Unternehmen tatsächlich am Emissionshandel ziemlich verdient haben, weil diese Zuteilungen sehr großzügig waren, gerade in den ersten Jahren. Ja, und als weiteres Instrument gibt es jetzt den nationalen Emissionshandel, oft abgekürzt als BEHG, Brennstoffemissionshandelsgesetz. Und das soll irgendwann auch ein richtiger Emissionshandel werden. Im Moment ist es ein Emissionshandel ohne Handel und dann auch noch mit festen Preisen. Also er wirkt im Moment eigentlich eher wie eine Steuer im Bereich Wärme und Verkehr. Das heißt, die Inverkehrbringer der fossilen Brennstoffe, also Mineralölhändler und ähnliche, die müssen für ihre Gas- und Erdöllieferung beispielsweise die Zertifikate kaufen, aber zu einem festen Preis. Und es gibt auch nicht, wie im EU-Emissionshandel, eine festgelegte Menge. Betroffen ist auch die Industrie außerhalb des Emissionshandels. Das ist dann ein bisschen komplex auch in der Ausgestaltung, aber Unternehmen sollen für eine Tonne CO2-Emissionen nicht zweimal bezahlen, sondern wenn sie schon im EU-ETS dafür bezahlen, dann nicht auch nochmal im Brennstoffemissionshandel. Die Ausnahmen in diesem Bereich, also welche Industrie kriegt das Ganze kostenlos oder wird ausgenommen, die laufen gerade noch, die sind noch nicht entschieden. Wie unterscheiden sich also eigentlich diese beiden Systeme? Das eine ist Downstream, das ist der europäische Emissionshandel. Das bedeutet auf Ebene der Anlagenbetreiber. Diejenigen, die also eine Anlage zur Stromerzeugung da stehen haben, müssen für diese Anlage die CO2-Zertifikate erwerben. Das geht natürlich auf der nationalen Ebene für Wärme und Verkehr nicht. Das würde ja bedeuten, dass jeder, der ein Auto hat, Zertifikate kaufen müsste. So funktioniert das Ganze nicht, sondern hier macht man es upstream, also die Leute, die die Brennstoffe in den Markt bringen, müssen die Zertifikate kaufen und reichen sie dann weiter an die Endkunden. Das heißt, wir sehen den Preis des Emissionshandels am Ende, beispielsweise wenn wir tanken gehen, im Preis an der Zapfsäule. Und welche Preisniveaus haben wir eigentlich bei diesen beiden Instrumenten? Beim EU-Emissionshandel schwanken die Preise, weil es eben diesen Handel mit den Zertifikaten gibt. Es richtet sich sehr stark nach der Knappheit dieser Emissionsberechtigung. Und wir sehen in dieser Grafik, dass die Preise doch sehr niedrig waren, also über viele Jahre eher so zwischen 5 und 15 Euro. Und erst jetzt, nach den jüngsten Reformen, die auf europäischer Ebene beschlossen wurden, sehen wir so ein bisschen ein Knappheitssignal und Preise von eher 20, 25 Euro. Die Grafik, die geht jetzt nur bis Mai 2019, aber so auf diesem Niveau, was wir hier da am Ende sehen, haben sich die Preise auch jetzt im vergangenen Jahr bewegt. Trotzdem ist klar, der Preis liegt deutlich unter dem, was ich eben als tatsächliche Schadenskosten präsentiert hatte. Und ja, die Wirkung ist aber schon auch trotzdem zu sehen. Also die Situation beispielsweise von Kohlekraftwerken am Markt, die ist auch bei Preisen von 25 Euro schon beeinflusst. Also die Kraftwerke werden auch dadurch schon weniger wettbewerbsfähig und die Preise wirken hier schon. Bei der Industrie ist es ein bisschen weniger eindeutig, weil die ja auch den Großteil der Zertifikate kostenlos bekommt. Wie es mit dem Preis jetzt weitergeht in Zukunft, hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie der Überschuss von Zertifikaten weiter abgebaut werden kann. Hier sehen wir jetzt, welcher Preis vorgesehen ist für den Brennstoffemissionshandel im Bereich Wärme und Verkehr. Das ist die grün dargestellte Linie. Die darüber liegenden Linien sind die wissenschaftlichen Vorschläge gewesen, zwei der wissenschaftlichen Vorschläge, die es in der politischen Diskussion gab. Und grün ist dann das, was politisch beschlossen wurde. Also wir steigen ein mit 25 Euro dieses Jahr und der Preis steigt schrittweise an bis auf 55 Euro pro Tonne im Jahr 2025.
Und dann im Jahr 2026 soll dann schon ein Handel mit Zertifikaten losgehen, aber mit einem festgelegten Preiskorridor. Und was dann danach passiert, das ist noch nicht ganz klar. Also eigentlich ist schon die Idee, dann auch die Gesamtmenge der Zertifikate zu begrenzen. Aber ob dann wieder ein Preiskorridor vorgegeben wird oder der Preis schwanken soll, das, so weit sind wir noch nicht mit den politischen Entscheidungen. Also dieser Entschluss war Teil des Klimapakets der Bundesregierung, ein CO2-Preis für Wärme und Verkehr ab diesem Jahr. Auch hier sehen wir, Preisniveau ist im Vergleich zu den tatsächlichen Schadenskosten immer noch zu niedrig. Und wir haben das Ganze umgesetzt als Emissionshandel mit Festpreis. Und wie ich schon gesagt habe, die Inverkehrbringer von Heiz- und Kraftstoffen müssen die Zertifikate erwerben und reichen den Preis weiter. Daraus entstehen Einnahmen von erstmal 8 Milliarden Euro in 2021, die dann natürlich auch weiter steigen mit dem Preis. Und hier wurde entschieden, einen Großteil dieser Einnahmen zur Senkung der EEG-Umlage im Strompreis aufzuwenden und die Entfernungspauschale zu erhöhen. In Summe werden private Haushalte dadurch leicht belastet, das zeige ich aber später nochmal in der Sitzung morgen. Dann gucken wir uns die Verteilungswirkung genauer an. Ja, welche Auswirkungen hat jetzt dieser neue nationale Emissionshandel auf die Preise? Wir sehen da in erstmal links dargestellt die Mineralöle, Diesel, Heizöl und so weiter, die Preisentwicklung der letzten Jahre und dann gestrichelt, wenn jetzt der Preis, der CO2-Preis draufkommt auf das Preisniveau 2022. Und man sieht so einen leichten Anstieg bei den gestrichelten Linien, aber man sieht auch, das ist eigentlich noch total im Bereich der üblichen Marktschwankungen. Also es geht jetzt nicht ganz plötzlich nach oben und das Preisniveau ist auch im Jahr 2025 jetzt noch nicht nennenswert nach oben gegangen. Kann natürlich sein, dass sich am Markt noch ein bisschen was verändert und es da Knappheiten gibt, die sich noch stärker auswirken. Aber der CO2-Preis selber, der macht nicht so besonders viel am Preissignal. Bei Erdgas ist es vielleicht ein bisschen mehr im Vergleich zum Ausgangspreis, aber auch immer noch im Bereich der Schwankungen der letzten Jahre. Generell kann man sagen, dass CO2-Preise wirken. Also wenn man sich so eine Gesamtländerübersicht anschaut von Ländern, die CO2-Preise eingeführt haben, dann sind die Länder mit hohen CO2-Preisen auch tendenziell weniger CO2-intensiv. Das ist so eine generelle wissenschaftliche Erkenntnis. Und jetzt bezogen auf den CO2-Preis in Deutschland überrascht es aber auch nicht, dass die Wirkung jetzt nicht so wahnsinnig groß ist. Das Ganze hat das Öko-Institut mit Partnern berechnet. Die haben insgesamt berechnet, wie wirkt sich denn das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung aus. Sie gehen davon aus, dass es doch ein deutliches Absenken gibt der CO2-Emissionen und rechnen mit einem Effekt des CO2-Preises von 30 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Ja, wenn man sich das jetzt hier in der Gesamtgrafik anguckt, Ziel 2030 hat ungefähr 600 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Das ist also weniger als 10% der Gesamtemissionen, die durch den CO2-Preis verringert werden. Bisschen mehr, wenn man noch so einen verstärkenden Türöffner-Effekt berücksichtigt, also dass durch den CO2-Preis auch noch mehr Leute für Gebäudesanierung ausgeben oder so. Aber trotzdem, der Effekt ist spürbar, aber bleibt halt deutlich hinter den Potenzialen zurück, die der CO2-Preis eigentlich hätte. Also kurzes Fazit zum CO2-Preis im Brennstoffemissionshandel. Er leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, aber der CO2-Preispfad ist zu niedrig. Wir haben ihn umgesetzt als Emissionshandel statt Energiesteuer. Das Ganze ist administrativ aufwendiger durch
Und durch das jetzige Festpreissystem verbindet er eigentlich die, ich sag mal, negativen Eigenschaften der beiden Systeme. Er ist so kompliziert wie ein Emissionshandel, aber er schafft nicht die ökologische Treffsicherheit, dadurch, dass es eben keine Begrenzung der Gesamtmenge gibt. Und dass die Manche. Mittel, ja. Ich muss mal ganz kurz reingrätschen, weil wenn du jetzt so ein Zwischenfazit ziehst, viele Leute haben jetzt gefragt, was ist die Zeitpräferenzrate, weil das war jetzt aus dem ersten Teil, können wir das eben auflösen, weil das hat viele Leute interessiert, nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken, was ist jetzt Zeitpräferenzrate, was bei den Schadenskosten aus der Methodenkonvention. Kannst du das nochmal kurz erklären, was die Zeitpräferenzrate ist? Ja, das ist, sag mal, ein gängiges Konzept, wenn man Wirkungen in der Zukunft auf heute beziehen will. Und im Endeffekt ist dann die Berechnung, wenn jemand in 30 Jahren einen Schaden hat von so und so viel Euro, dann wird der eben runtergerechnet auf heute. Was ist die Wirkung heute? Und das wird mit einer Zeitpräferenzrate von 1% gemacht hier. Das ist auch durchaus gängig bei politischen Konzepten. Und das wirkt sich so aus, dass im Endeffekt heute ja, diese 100 € Schaden in 30 Jahren nicht mit 100 € eingerechnet werden, sondern nur mit, jetzt muss ich mal überlegen, 1% pro Jahr, also ja, ungefähr 70% des Wertes. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Okay, dann mache ich mal hier weiter. Mit Blick auf die Uhr muss ich mich auch tatsächlich ein bisschen ranhalten, damit das hier nicht nur Frontalunterricht wird, sondern es auch noch ein bisschen Diskussion gibt. Also, dass das Geld für Strompreissenkung und die Entfernungspauschale ausgegeben wird, kann die Klimawirkung sogar verringern. Diese Mechanismen, die werden wir morgen in dem Kurs auch noch näher anschauen. Und es droht auch eine weitere Verwässerung noch des Instruments, dadurch, dass noch weitere Ausnahmen für die Industrie umgesetzt werden sollen. Die Entscheidung, die fällt auch in den kommenden Wochen. Wie hoch müsste denn eigentlich ein CO2-Preis sein, um die Klimaziele zu erreichen im Jahr 2030? Aus Zeitgründen erkläre ich jetzt die Grafik nicht ganz genau, aber das Ergebnis war, dass eigentlich der CO2-Preis im Jahr 2030 bei ungefähr 130 € liegen müsste im Mittel. Und abhängig von den weiteren Rahmenbedingungen kann das aber im Korridor von 70 bis sogar 350 € liegen. Das hängt eben sehr stark davon ab, was für Instrumente noch umgesetzt werden. Eine ganz wichtige Frage ist dabei, welche anderen Klimaschutzinstrumente werden denn noch umgesetzt? Und welche Einsparpotenziale kann denn der CO2-Preis überhaupt erreichen? Um sich dieser Frage zu nähern, sind sogenannte Vermeidungskostenkurven ganz interessant. Ich habe hier so eine Kurve mal dargestellt. Was man sieht, ist im Endeffekt die Einsparpotenziale, die verschiedene Einsparmaßnahmen am Markt hätten und welche Kosten sie hätten an CO2. Also wenn der Preis bei 100 € pro Tonne CO2 liegen würde, hier auf der Y-Achse, dann würden alle Maßnahmen, die jetzt darunter liegen, wirtschaftlich werden derzeit. Die würden sich finanziell lohnen. Und wir sehen in dieser Kurve, dass es viele Maßnahmen gibt, die haben sogar negative Vermeidungskosten. Das heißt, die lohnen sich eigentlich sogar heute schon und trotzdem werden sie nicht umgesetzt. Dann gibt es hier in der Mitte, das ist hier bezeichnet als marktnahe Potenziale. Das liegt dann alles so etwa im Bereich unter 100 €. Das ist so der Bereich, wo der Emissionshandel wahrscheinlich einen guten oder der CO2-Preis einen guten Effekt haben wird. Und dann gibt es aber auch einen großen Bereich ganz rechts, wo doch sehr hohe CO2-Kosten notwendig wären, damit die Maßnahmen notwendig wären. Und gerade hier, also ganz am linken Rand und ganz am rechten Rand, kann man sagen, ja, der CO2-Preis kann unterstützend wirken, aber es kommt eben auch auf noch einige andere Instrumente an. Also gerade
wenn es so um Innovation geht oder so, da muss man noch anders politisch eingreifen, beispielsweise durch Förderung oder so oder ja, Pilotprojekte, um das Ganze in den Markt zu bringen. Da ist ein CO2-Preis alleine nicht hilfreich. Das heißt, es kommt immer darauf an, den CO2-Preis auch in einen guten Instrumentenmix einzubetten. Besonders wichtig ist dabei der Abbau klimaschädlicher Subventionen. Das finde ich besonders absurd, wenn an der einen Seite wird ein CO2-Preis eingeführt auf Diesel und andererseits gibt es bei der Energiebesteuerung eine Subvention für Diesel, einen finanziellen Vorteil bei der Dieselsteuer. Und das ist ja besonders unverständlich, warum es diese gegenläufigen politischen Instrumente gibt. Und die klimaschädlichen Subventionen machen es natürlich dem CO2-Preis umso schwieriger, seine Wirkung zu entfalten, wenn man die klimaschädlichen Technologien auch noch fördert. Das heißt, der CO2-Preis ist zentral, aber nicht für alles. Also, er muss zusammenwirken mit Standards und auch strategischen Investitionen. Er ist aber sehr wichtig als Instrument in der Mitte, sage ich mal, um die Klimaschutzinvestitionen zu optimieren und damit der Markt seine volle Kraft entfalten kann und Unternehmen beispielsweise ja, in die richtige Richtung investieren und sich weiterentwickeln. Ich komme jetzt zum Ende und fasse nochmal zusammen. Die Schadenskosten von CO2-Emissionen sind bisher kaum bei den Verursachern eingepreist. Wir sehen ein Preisniveau von ungefähr 25 Euro von insgesamt 200 Euro Schadenskosten. Der EU-ETS und der nationale Brennstoffemissionshandel decken zwar einen Großteil der Emissionen ab, aber das Preissignal ist noch zu niedrig. Und bei beiden Instrumenten gibt es noch großes Verbesserungspotenzial, insbesondere was das Preissignal angeht und beim EU-ETS eben auch Ausnahmen und die Gesamtmenge an Zertifikaten. Die Erwartungen an die CO2-Bepreisung sollten realistisch sein. Er ist kein Allheilmittel und wichtig ist seine Einbettung in einen wirksamen Instrumentenmix. Genau, und der Ausblick dann auf morgen ist, welche konkreten Ausgestaltungsoptionen man hat für die Anreize und wofür man das Geld dann ausgibt. Und Themen, die ich natürlich auch gerne heute noch genauer dargestellt hätte, ist die ganze Diskussion um externe Kosten und das Verursacherprinzip oder auch Methoden zur Schätzung von der Effektivität und Wirkung von CO2-Preisen. Aber das ist einfach in 25 Minuten nicht zu machen. Deshalb hoffe ich, dass ich erstmal einen guten Einblick geben konnte und gebe jetzt erstmal zurück an Stefanie. Danke. Danke, Swantje, für diesen, ja, für diese Tour de Force durch diesen ersten Teil zur Einführung und Hintergrund der CO2-Bepreisung. Also es gibt in Deutschland den Emissionshandel, den europäischen Emissionshandel, den neuen sogenannten Emissionshandel, der aber noch gar kein Handel ist, weil es wird erstmal nichts gehandelt, vielleicht auch never. Und dann haben wir natürlich noch das dritte. Die dritte Form, die hast du aber nur angesprochen, von CO2-Bepreisung, indirekte CO2-Steuern, die aber auch eigentlich dann letztendlich viel ausmachen. Es haben sich im FAQ einige Fragen aufgetan. Ich wollte aber jetzt erstmal so eine kleine Lockerungsübung einspielen, Philipp. Sie müssen da, Sie können sitzen bleiben, Sie können stehen bleiben. Sie müssen vielleicht nur Ihren linken Zeigefinger bewegen, weil wir jetzt so eine kleine Umfrage machen wollten, einfach um unser Angebot ständig zu verbessern, tatsächlich. Fragen wir Sie, in welchem Tätigkeitsbereich Ihr Bezug zur CO2-Bepreisung am höchsten ist. Dann würde uns interessieren, wo Sie wohnen und auch, inwiefern Sie denn planen, an allen drei Teilen dieses Grundkurses teilzunehmen. Klicken Sie das gerne an. Das ist anonym, das heißt, man sieht jetzt nicht, wer was anklickt. Sowieso Ihre Namen hier gar nicht sichtbar sind. Und
dann geht's gleich weiter im Text, im Kurs. Ich glaube, jetzt kommen auch schon die Ergebnisse. Sie sehen das selber auch. Philipp, die Leute sehen auch selber, ne, die Umfrageergebnisse. Da brauche ich jetzt nicht alles vorzulesen. Genau. Also viele kommen aus der Großstadt oder der Mittelstadt. Ein paar auch im ländlichen Raum. Und sehr schön. Viele planen, an allen drei Teilen teilzunehmen. Das freut uns natürlich. Das erhöht jetzt auch nochmal den Druck. Ne? Swanche, wir sind jetzt schon, was wir Leistung bringen. Okay, dann gucken wir mal in die FAQs rein. Also wie immer, viele Leute interessiert, ob die Folien zur Verfügung gestellt werden. Das haben wir schon beantwortet, auf jeden Fall. Swanche, und dann hat die Frage viel Zustimmung erhalten, inwiefern jetzt mit der Einführung der CO2-Bepreisung Flugkompensation überflüssig werden, also diese individuellen Ablasszahlungen. Kannst du das erörtern? Sag nochmal. Die Frage ist, inwiefern durch die CO2-Bepreisung, ich denke, es ist jetzt gemeint der Brennstoffemissionshandel oder auch der europäische Emissionshandel, ist nicht ganz klar, inwiefern Flugkompensationen, die jeder Fluggast zahlen kann über Atmosphäre, überflüssig werden? Oder was überhaupt die Relation dazwischen ist? Also überflüssig wird das schon mal gar nicht, weil ja wir gesehen haben, dass der CO2-Preis nur einen ganz kleinen Teil der Schadenskosten abdeckt überhaupt. Also man kann jetzt nur, weil man ein bisschen mehr bezahlt hat für Diesel oder so, nicht sagen, okay, damit ist ja die Klimaschutzwirkung wieder kompensiert. Wir haben ja gesehen, der Preis reicht gar nicht aus. Und beim Thema Flugreisen, der Flugverkehr ist ja gar nicht damit drin. Es ist ja nur Wärme und Verkehr und Flugverkehr ist gar nicht abgedeckt. Weder bei Energiesteuer, das heißt, es gibt keine Kerosinsteuer, noch jetzt beim Emissionshandel. Mhm. Also weiter schön kompensieren. Also das ist immer, wenn man schon fliegen muss, dann wenigstens dafür sorgen, dass woanders Emissionen eingespart werden. Genau. Und das ist ja auch gar nicht, wenn man schon fliegt, ein bisschen, ist ja auch gar nicht so teuer letztendlich. Aber natürlich kann so ein individueller Kompensation nicht Politik ersetzen, weil wir wollen auch jetzt nicht die Menschen, die Verbraucherinnen, die mal raus wollen, in die Pflicht nehmen, weil Politik versäumt hat, die Strukturen zu ändern. Eine andere Frage ist, wie kommen wir zur CO2-Bepreisung bei Baustoffen, zum Beispiel Beton, Stahl, Zement etc. pp. Da wird ja viel CO2 sozusagen verbaut und man braucht auch viel Energie, um das herzustellen. Kannst du da was zu sagen? Auch schon ein bisschen Foreshadowing für die nächsten Teile? Genau, also Beton und Stahl sind im europäischen Emissionshandel drin. Aber gehören auch zu den Sektoren, die im großen Umfang kostenlose Zuteilung bekommen. Also bezahlen sie im Endeffekt doch noch nicht richtig viel dafür und den Marktpreis sehen wir auch nicht. Da muss man dann überlegen, welche anderen Instrumente man nehmen kann, damit man sie trotzdem im Wettbewerb schützen kann. Weil das Argument ist eben bisher, die sollen das alles kostenlos kriegen, weil sonst sind diese ja im wettbewerblichen Nachteil gegenüber Unternehmen in China oder so und würden dann abwandern, wenn wir ihnen jetzt diesen CO2-Preis auferlegen würden. Und da gibt es schon Instrumente in der Diskussion wie einen Grenzausgleich, der dafür sorgen soll, dass auch die importierten Baustoffe dann einen CO2-Preis zahlen müssten. Also wenn wir das hinkriegen würden, dann könnten wir auch auf nationaler Ebene besser CO2 bepreisen, beziehungsweise auf europäischer Ebene. Ja. Hm. Das war auch nochmal die Frage, haben viele Zuschauer interessiert das, weshalb die Industrie einen Großteil der Zertifikate kostenlos erhält. Das hast du gerade erklärt, dass es um die Angst vor Abwanderung geht, aufgrund von hoher Energie- bzw. Emissionspreise. Und die Diskussion hält ja auch an. Aber da kommen wir ja dann im dritten Teil nochmal zu. Einige Industrien, ich meine, die Industrie bekommt ja schon seit 2005
kostenlos Zertifikate zugeteilt. Und einige mussten, glaube ich, noch nie irgendein Zertifikat kaufen. Also es ist schon ziemlich schräg. Genau, eine Frage, die auch viele Leute bewegt, ist die Frage, inwiefern höhere Preise auch sozioökonomische Faktoren beachten. Wenn du jetzt sagst, es gibt halt diese, eigentlich sind sehr, sehr hohe CO2-Preise notwendig, wenn man jetzt von den Schäden herguckt, dann könnte es ja auch sein, dass bestimmte Mobilitätsformen, hier ist das Fliegen angesprochen, sehr teuer werden und sich nur bestimmte Menschen das leisten können. Eine Riesenfrage. Möchtest du was dazu sagen? Also das ist eher eine Diskussionsfrage, aber sag doch gerne mal deinen Eindruck dazu. Du hast da auch schon viel zu gesagt und nachgedacht zu. Ja, die Frage der Verteilungswirkung ist wirklich die entscheidende Frage immer wieder bei der Umsetzung und bei der Wirkung. Das haben wir auch beim nationalen Emissionshandel gesehen. Da gab es dann direkt immer diese Grafiken, wer wird belastet, wer wird entlastet und so. Und die Frage, wie wirkt das eigentlich auf die einkommensschwachen Haushalte, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Und die Antwort ist, die kann man jetzt auf ganz allgemeiner Ebene beantworten. Also wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, dann müssen wir sowieso weniger fliegen, sowohl die Reichen als auch die Armen. Aber klar ist, bei diesen Preisinstrumenten stellt sich immer schnell die Gerechtigkeitsfrage. Also wer kann sich das dann noch leisten? Dann können, wenn Fliegen immer teurer wird, dann können nur noch die reichen Haushalte fliegen. Aber ja, ich stelle mir schon auch die Frage, ob es ein Recht auf Fliegen geben muss. Gerade beim Flugverkehr denke ich, das muss sowieso so weit eingeschränkt werden, dass eigentlich nur noch die absolut notwendigsten Flugreisen überhaupt passieren dürfen. Es sei denn, wir haben irgendwann mal eine klimafreundliche Variante des Fliegens erfunden, also synthetische Kraftstoffe oder so. Aber ja. Von daher, ich glaube, allein zu dieser Frage könnte man wahrscheinlich ein eigenes Seminar machen. Das ist nicht so leicht zu beantworten. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Perspektiven auf diese Gerechtigkeitsfrage. Ich will nur sagen, es kommt halt sehr wesentlich darauf an, wie man das Geld, was eingenommen wird aus der CO2-Bepreisung, verwendet und zurückverteilt. Ja, das wäre jetzt auch noch eine Ergänzung gewesen von mir, dass wir das Interessante an diesem Instrument ist ja, dass es einerseits diese Anreizseite gibt, wo sozusagen eine Lenkungswirkung erzeugt werden und dann aber auch eine Rückverteilungsseite, wo sehr viele Erlöse aus diesen jetzt noch nicht so hohen CO2-Preisen ja rückverteilt werden. Und das ist ja eine Möglichkeit, diese Erlöse zu nutzen, um alternative Mobilitätsformen zu stärken. Von mir aus auch ein paar synthetische Kraftstoffe, um irgendwie mal über einen großen Teich noch zu kommen. Ich möchte aber auch immer dazu sagen, dass CO2-Bepreisung ein Klimaschutzinstrument ist und es kann nicht die strukturellen Probleme und jahrelang Versäumnisse von Sozialpolitik zugute machen. Und das ist natürlich auch was, was, ja, dadurch wird es halt kompliziert, aber es darf auch nicht überfordert werden. Und natürlich ist bisher die Rückverteilung, da ist halt auch noch was Platz. Aber da kommen wir auch morgen noch zu dieser Anreiz- und Rückverteilungsseite. So, jetzt muss ich mal hochblättern, was denn hier noch für beliebte Fragen waren. Ah ja. Okay, das ist. Ich versuche. Fliegen bewegt die Leute, muss ich sagen. Fliegen ist immer ein Thema. Vielleicht. Politiker sollten auf Flüge verzichten, die Luftwaffe ebenfalls, genau. Ist nicht so eine Frage, aber ist ein Statement. So, ich hatte noch die Frage, inwiefern sich die Schadenskosten, diese 195, nehmen die weltweite Schäden in Betracht oder nur in Deutschland? Die weltweiten. Die weltweiten. Okay. Jetzt kommt eine Frage, okay, die ist, da kann man ein bisschen ausholen wahrscheinlich. Wieso wurde sich für einen Handel entschieden und nicht für eine CO2-Steuer? Weil CO2-Steuer, ich denke mal, das ist der Hintergrund der Frage, ist ja um einiges einfacher aufzusetzen als jetzt so total kompliziertes Handelssystem.
Kannst du da uns noch ein bisschen Rationalität reinbringen, wenn es sie gibt? Ja, schon. Also Argumente gab es dafür schon. Ein Argument ist politisch. Das hat ja einfach damit zu tun, dass die CDU in den Koalitionsvertrag reinverhandelt hat, dass keine Steuern erhöht werden. Also das steht da, indirekt steht es da so drin und darauf haben sie sich auch immer wieder berufen. Und ich glaube, da mussten sie sich mehr oder weniger selber treu bleiben und konnten da nicht sagen, okay, dann machen wir jetzt doch eine CO2-Steuer. Das andere Argumente sind inhaltlich. Zum Beispiel wurde gesagt, wenn wir hier einen Emissionshandel machen, Wärme und Verkehr, dann können wir das irgendwann mit dem europäischen Emissionshandel verzahnen und dann haben wir irgendwann einen riesen Emissionshandel für alle Treibhausgasemissionen und das sei ja auch gut und kosteneffizient, weil damit sichergestellt werden könnte, dass die Klimaziele erreicht werden. Aber zu dieser Diskussion Vor- und Nachteile von Emissionshandel und Steuern, dazu sagen wir auch morgen noch was. Ja. Ich habe eine Frage, fand ich noch ganz interessant. Ja. Wie groß ist die Chance, dass der CO2-Preisfahrt nachgeschärft wird, also nochmal erhöht wird, jetzt im Nachgang? Ich glaube, das hängt sehr stark von der nächsten Regierungskoalition ab. Aber wenn eine Regierung drankommt, jetzt nach den nächsten Wahlen, die Klimaschutz ernst nimmt, dann führt da eigentlich gar kein Weg dran vorbei, den CO2-Preis nachzuschärfen. Und aus meiner Sicht müssen auch sich die Parteien im Wahlkampf schon dazu äußern, was sie vorhaben in Sachen CO2-Preis. Ja. Und wenn sie es nicht wollen, dann müssen sie sagen, mit welchen anderen Instrumenten sie das Klimaziel erreichen wollen, weil es gibt noch eine Ziellücke. Also das, was im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung beschlossen wurde, reicht noch nicht aus, um unsere 2030 Klimaziele zu erreichen. Also der Frage muss sich jeder Politiker im Wahlkampf stellen, wie er die Klimaziele erreichen will. Und dann müssen wir uns ja wahrscheinlich, also wir in Deutschland, uns ja sowieso noch mal ein bisschen mehr anstrengen, weil die EU dabei ist, das Klimaziel noch mal zu verschärfen. Also das mit dem Ziel von Klimaneutralität 2050 vor Augen werden auch die 2030-Ziele verschärft. Und damit müsste wahrscheinlich auch Deutschland selber noch mal weiter Emissionen mindern. So. Siehst du noch eine? Ich bin gerade so, ich rutsche immer nach unten in den Fragen. Ich gehe noch mal hoch. So ein bisschen. Die hatten wir. Ah! Hier, das kommt aber wahrscheinlich morgen, Swantje. Hier ist nochmal die Frage nach der Pro-Kopf-Rückverteilung. Das ist ja, hattet ihr auch im FÖS, glaube ich, vorgeschlagen. Magst du kurz zwei Sätze dazu sagen? Hier ist ja eher die Frage, inwiefern wird das in Deutschland ernsthaft diskutiert? Also so wie in der Schweiz, so eine Rückverteilung, so ein Klimabonus pro Kopf. Ja, das war tatsächlich auch in der Diskussion im Vorfeld der Einführung. Es gab auch einige Vorschläge dazu. Wir wurden tatsächlich auch vom Umweltministerium gebeten, mal aufzuschreiben, wie das genau funktionieren kann, so eine Rückverteilung. Aber im Endeffekt war dann diese Strompreissenkung einfach so viel attraktiver für viele. Also viele haben gesagt, die Strompreissenkung ist, das wollen alle und aus verschiedenen Gründen, auch aus Gründen der Sektorkopplung, muss jetzt endlich die EEG-Umlage runter und so, dass man sich dann für die Variante entschieden hat. Aber nicht, weil diese Pro-Kopf-Pauschale irgendwie schlechter ist oder so, sondern ja, weil sie einfach gerade nicht so den Zwecken diente, die man sonst noch bedienen wollte. Was hältst du von dem Argument, das auch vorgebracht worden ist gegen diese Pro-Kopf-Rückverteilung, dass es in Deutschland gar nicht einen Mechanismus oder eine Struktur gibt, um das eigentlich zu leisten? Auch hier wieder mit Blick auf Schweiz, wo das, glaube ich, über die Krankenkasse-ID
relativ einfach war, diese Rückverteilung, und aber so einen Mechanismus gäbe es in Deutschland nicht. Was hältst du davon? Ja, also es gibt den Mechanismus noch nicht, und das ist tatsächlich auch eine entscheidende Frage dann. Wie kann man das Geld denn zurückverteilen? Aber es gibt Vorschläge, die auch rechtlich machbar wären. Aber auch da gibt es ein bisschen juristische Fragen, die zu beantworten sind. Es ist einfach nicht ganz so einfach, das Instrument wie wir senken einfach mal den Strompreis. So, da müsste man noch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken in die konkrete Ausgestaltung. Aber es gäbe auf jeden Fall Wege, das Geld zurückzuverteilen, das ist schon klar. Zumindest an die Bürger. Ich glaube, an die Unternehmen, das wäre tatsächlich rechtlich etwas schwieriger. Mhm. Hier ist dann nochmal die Frage, wie, wenn jetzt der CO2-Preis wirklich stark steigt, wie eine Abwanderung CO2-intensiver Industrie in andere Länder verhindert werden könnte. Ja, auch da gerne wieder der Verweis auf morgen. Da reden wir auch noch genauer über das Thema Industrieausnahmen. Also das Modell, was jetzt gewählt wurde, sowohl bei Emissionshandel als auch also auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene, ist bisher, werden ausgenommen vom CO2-Preis oder die kriegen einen geringeren CO2-Preis. Und so sind sie im Wettbewerb geschützt. Das ist aus meiner Sicht die schlechteste Variante für den Wettbewerbsschutz, weil damit natürlich auch total das Preissignal verloren geht. Und ausgerechnet die Industrien, die die meisten CO2-Emissionen verursachen, wie Stahl, Aluminium und so weiter, die zahlen kaum was für ihren CO2-Preis. Und das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Also was könnte man stattdessen machen? Eine Idee ist, das Geld nicht in Form von geringeren CO2-Preisen zu geben, sondern lieber für Investitionen in Klimaschutz zu geben. Also ein Stahlunternehmen kriegt dann Geld dafür, dass es sich klimaneutral umbauen kann. Ja. Das finde ich eine charmante Idee, die man mal genauer anschauen sollte. Eine andere Idee ist, das Geld halt pauschal zurückzugeben, so ähnlich wie die Pro-Kopf-Pauschale bei Bürgern, könnte man auch bei Unternehmen eine pauschale Summe zurückgeben, aber die CO2-Emissionen selber trotzdem bepreisen, sodass der Anreiz entsteht, trotzdem CO2 einzusparen. Und eine dritte Variante, die hatte ich eben schon angesprochen, das ist eben dann dieser Grenzausgleich. Also wir schaffen es, in Deutschland und Europa hohe CO2-Preise einzuführen, auch für die Industrie, unter der Voraussetzung, dass auch die Unternehmen, die ihre Produkte importieren, einen hohen CO2-Preis dafür bezahlen müssen. Das bedeutet, man braucht einen Ausgleich an der Grenze, und die Ausgestaltung ist auch tatsächlich nicht ganz einfach. Da gibt es viele Fragen zu beantworten. Könnten wir auch wieder, wir können uns ja schon mal verabreden für das nächste Seminar. Also ja, oder die dazu. Leute lesen euer Paper dazu. Genau, wir haben ein Policy Brief dazu gemacht, zu dem Thema Grenzausgleich, und haben versucht, die komplexen Fragen ein bisschen runterzubrechen. Ja. Ja. Und der Grenzausgleichmechanismus ist auch das, was manchmal als Klimazoll bezeichnet wird. Ja. Ja. Wo dann alle sagen, oh, dann kommt die WTO und so. Ja, Zoll sollte man das besser nicht nennen. Ja. Aber wirklich, mache ich ja halt eben Werbung für euer, wie ein Grenzausgleichmechanismus wirken kann. Ihr habt da wirklich ein, vielleicht kannst du das einfach mal in den Chat schreiben, wenn du Bock hast. Es fand ich das echt das gut aufgeführt von euch, wie ich finde. Was haben wir noch? Staatsversagen, Markt. Ah, okay, wir hatten das eben schon bei dem Stahl. Beziehungsweise ich komme von Stahl zu Wasserstoff. Eine Person fragt, wird ein 100% nachhaltig produzierter Treibstoff wie Wasserstoff aus Solarenergie auch bepreist? Der wird nicht durch den CO2-Preis, der gilt nur auf fossile Brennstoffe.
Der hat natürlich Stromkosten und zwar nicht zu knapp. Also Wasserstoff ist ja ein sehr wertvoller Treibstoff tatsächlich, weil er mit viel Strom gewonnen werden muss. Und da ist dann wiederum die Frage, wurde erneuerbarer Strom verwendet oder fossiler Strom? Und wenn das jetzt mit Strom aus Braunkohlekraftwerken erzeugt wurde, dann steckt da indirekt der Preis aus dem Emissionshandel drin. Ja. Da kann man eigentlich auch mal wieder ein Thema zu machen, ne? Zu Abgaben, Umlagen für Erneuerbare. Das muss man alles aufschreiben. Es sind sehr viele Fragen, die ich glaube, morgen zum Beispiel ganz gut beantwortet werden zur Rück- und Umverteilung. Deswegen würde ich die Fragen mal so mitnehmen, eher nach morgen und dann gucken, welche Fragen sich jetzt noch so ein bisschen auf Einführung und Hintergrund beziehen. Inwiefern werden deutsche Emissionen im Ausland einbezogen? Die größten Umweltauswirkungen hat unser Konsum im Ausland. Ist eine Frage. Also ich denke, es geht darum, wenn ein deutsches Unternehmen, sagen wir Siemens, irgendwo eine Fabrik hat, CO2 dort emittiert, inwiefern ist es dann im europäischen Emissionshandel oder in einem sonstigen CO2-Regime von Deutschland? Ja, die Emissionen sind bisher nicht bepreist. Das ist klar. Also bisher sowohl im europäischen Emissionshandel als auch im nationalen Emissionshandel sind nur diejenigen Emissionen bepreist, die auch hier entstehen. Wenn man dann was aus Frankreich importiert, dann war das natürlich vom EU-Emissionshandel abgedeckt, aber außerhalb der EU, da kommt es dann darauf an, was andere Länder an CO2-Preis erheben. Ich denke, ein Grund ist das auch dafür, dass viele ja sagen, eigentlich brauchen wir einen weltweiten Emissionshandel. Ist zwar im Moment schwer vorstellbar, wie man sich multilateral auf so einen weltweiten Handel einigen könnte, aber es ist ja irgendwie so ein Fernziel und könnte wirklich ja auch solche Verlagerung oder auch solche Fragen beantworten. Aber im Moment sind wir weit davon entfernt, von einem globalen Emissionshandel. Rebound-Effekte werden hier Ja, noch angesprochen, ja. beispielsweise. Ja, wie können Rebound-Effekte vermieden werden? Dazu vielleicht noch mal kurz zu Rebound-Effekten. Wenn Klimaschutz den Leuten Geld spart, dann haben sie wieder mehr Geld in der Tasche und das können sie wiederum ausgeben. Und wenn sie das für was anderes ausgeben, dann entstehen dadurch auch wieder Emissionen. Also ganz oft hat man, wenn der Effekt einer Maßnahme berechnet wird, wird dann nicht berücksichtigt, dass die Leute dann an anderer Stelle doch wieder mehr CO2 emittieren. Und dafür sind aber gerade auch CO2-Preise eigentlich ein sehr wirksames Instrument, weil die, wenn die schrittweise steigen, ja auch den Anreiz so setzen können. Die Idee ist sogar, dass die CO2-Preise so stark steigen können, wie die Leute auch weniger CO2 emittieren, sodass sie am Ende eigentlich das gleiche Geld in der Tasche haben. Und gar nicht mehr Geld haben, um mehr auszugeben. Ja, aber dadurch würden Rebound-Effekte verringert. Also jedenfalls CO2-Preise oder der CO2-Preis ist ein Instrument, der eigentlich nicht so schlimme Rebound-Effekte hat wie andere Klimaschutzmaßnahmen. Noch eine Frage zu, bei welchen Branchen wird diskutiert, ob sie ausgenommen werden beim Brennstoffemissionshandel und wie könnte das verhindert werden? Da hattest du das am Anfang Ja, zu genau. gesagt. Also dazu kommen wir dann auch morgen. Genauer, kurz gesagt, also jetzt gerade ist in der Diskussion tatsächlich alle Branchen, die im EU-Emissionshandel ausgenommen sind, auch beim nationalen Emissionshandel auszunehmen und sogar noch mehr. Also die Liste soll sogar noch verlängert werden und jetzt gerade wird auch darüber gesprochen, ob Spediteure den CO2-Preis noch bezahlen müssen.
Für die erhöhen sich ja die Dieselkosten ihrer Lkw und dann wird gesagt, ja, aber das ist ja die, dann tanken die ja woanders und dann hat der CO2-Preis auch keine Wirkung mehr. Also das sind dann immer so die Instrumente, die dann für Ausnahmen gebracht werden. Ist das angesprochen Tanktourismus, wenn du sagst, sie tanken dann, also dass sie nach Belgien oder Niederlande oder wo? Aha, okay. Okay. Ist das passiert das wirklich schon im hohen Maßstab? Also beim Strommarkt ist es sehr offensichtlich, dass es ein europäisch integrierter Strommarkt ist. Siehst du das auch die Gefahr, dass das zu Tanktourismus kommen kann, der irgendwie schädlich dann ist für die Umwelt und für die Leute in den Grenzregionen? Ja, also ich will nicht ausschließen, dass jemand im Einzelfall das auch so handhabt und dann einfach kurz vor der Grenze nochmal tankt oder so. Das haben wir ja heute schon. Also wir haben ja heute schon eigentlich einen großen Unterschied zwischen Diesel- und Benzinpreisen. Da ist dann die Frage, ob der CO2-Preis da noch einen großen Unterschied schafft. Und ganz oft ist das Ganze ja auch begrenzt einfach durch die Tankfüllung. Also wenn einer von Norden nach Süden durch Deutschland durchfährt, dann muss er wahrscheinlich zwischendurch einmal tanken, weil seine Tankfüllung gar nicht so lange reicht. Also ich finde, solche Argumente, denen muss man auf jeden Fall Gehör schenken und dann aber auch kritisch überprüfen, ob das denn wirklich der Fall ist. Und also gerade beim Spediteuren und Tanktourismus gibt es bestimmt kleinere Auswirkungen, aber die sind jetzt nicht so gravierend, dass man jetzt die ganze Branche direkt ausnehmen muss. So, dann gab es nochmal eine Frage zu den Ausnahmen. Haben wir gemacht. Dann gibt es eine Frage, ob wir die Präsentation und das Video des Webinars bekommen. Die Folien von Svante Fiedler stellen wir Ihnen zur Verfügung. Das Video kann man sich auch in den nächsten Tagen nochmal auf YouTube angucken. Das wird eine gewisse Zeit auf YouTube verfügbar sein, aber nicht forever. Dann gibt es die Frage, wofür werden die Einnahmen des BEHG genau verwendet? Da machen wir jetzt wieder, sagen wir wieder, das machen wir morgen. Aber machen wir morgen. Ja, ist doch gut. Also dann haben wir gleich schon mal einen Cliffhanger und die Leute wissen, was sie morgen erwartet. Ja. Die können ja vielleicht auch dann ihre Frage morgen nochmal stellen, wenn die heute nicht beantwortet wurde. Ja. So viele. Können wir den Link zum Video nochmal? Ja, ja. Oh, okay. Flugverkehr. Ich sehe gerade noch richtig Stellung zum Flugverkehr. Ja, der Flugverkehr nimmt am Emissionshandel teil, aber hat da so viele Ausnahmen, dass ich glaube, ein effektiver CO2-Preis wird da doch gar nicht gezahlt. Beziehungsweise das ist gedeckelt, auch zusammen mit der Luftverkehrssteuer ist es gedeckelt. Aber es stimmt, wir haben eine Luftverkehrssteuer in Deutschland, die auch deshalb eingeführt wurde, weil es eben keine Kerosinsteuer gibt. Das ist nur von der, vom Verhältnis einfach, deckt es das nicht vollständig ab. Also die klimaschädlichen Subventionen für den Luftverkehr, die Ausnahmen, die sind ungefähr so bei 10 Milliarden Euro und die Luftverkehrssteuer war lange Zeit auf 1 Milliarde Euro gedeckelt. Ich glaube, das wurde jetzt erhöht auch im Klimapaket, aber trotzdem, das ist so, das Verhältnis muss man sich immer vergegenwärtigen. Ich finde es wirklich interessant, das Fliegen hier so ein, es ist echt ein Riesenthema. Also oft in unseren Seminaren geht es um Fliegen. Also es ist ein Reizthema. Svante, siehst du noch Fragen, die wir heute nochmal aufnehmen sollten? Ach so, es gab nochmal die Frage, wo wird Bau und Rückbau beschäftigt? Also wird das der Industrie zugeteilt oder bei Wärme? Wo würdest du das hinstecken, Bau und Rückbau? In welche Sektoren? Bau, also das Baugewerbe ist nicht im europäischen Emissionshandel, aber soweit sie Wärmeenergie verbrauchen, sind sie dann jetzt im nationalen Emissionshandel drin. Okay.
Ich würde noch zwei Fragen vielleicht nehmen und dann die Veranstaltung beenden. Lässt sich, wenn du guckst, die Frage, lässt sich eine Wirkung der CO2-Bepreisung der Kraftstoffe anhand der Wirkungen von Hochpreis- und Niedrigpreisphasen der Kraftstoffe bestätigen und bemessen? Ist relativ weit oben, vier Leute. Lässt sich eine Wirkung. Kleinen Moment. Lässt sich eine. Ja, ach so, ich glaube, das hatte ich auch an anderer Stelle noch gelesen. Die Frage, wie misst man eigentlich die Wirkung von CO2-Preisen? Dem zugrunde gelegt ist das Modell von Preiselastizitäten. Das ist ein Begriff aus den Wirtschaftswissenschaften. Da wird immer die Frage gestellt, wie reagieren Marktteilnehmer, wenn der Preis eines Gutes um so und so viel steigt? Und dann gibt es für unterschiedliche Produkte und Güter bestimmte Preiselastizitäten. Manche sind sehr elastisch und manche sind eher unelastisch. Und diese wissenschaftlichen Untersuchungen gibt es für Energiepreise. Und zwar nicht zu knapp. Also wir haben. Genau, weil wir uns auch die Frage gestellt haben, wie kann man denn die Wirksamkeit von CO2-Preisen schätzen, haben wir mal die ganze Literatur durchgeackert und haben dann eben da so ein Best Guess rausgefiltert. Aber das ist tatsächlich methodisch nicht so einfach, weil das hängt ja auch von den weiteren Rahmenbedingungen ab und so richtig messen kann das wahrscheinlich niemand. Aber tatsächlich hier wurde ja die Frage gestellt, ob man das an Hochpreis- und Niedrigpreisphasen festmachen kann. Ja, manche wissenschaftliche Untersuchungen beziehen sich auch auf tatsächliche Energiepreise. Manche gehen von eher Modellrechnungen aus. Ja, aber der Unterschied ist natürlich, wenn du einen CO2-Preis einführst und sagst, der ist jetzt 25 Euro und in den nächsten Jahren steigt der immer weiter. Dann hat das natürlich eine andere Verlässlichkeit für die Leute. Und die würden sich jetzt vielleicht eher dafür entscheiden, ein spritsparendes Auto oder sogar ein Elektroauto zu kaufen, wenn sie wissen, da ist dieser CO2-Preis und der steigt. Also da ist die Wirkung eher gegeben als bei den reinen Marktpreiseffekten, die ja unsicher sind und unvorhersehbar. Danke. Dann noch eine Frage zum Schluss. Wie bewerten Sie die Diskussion und Überlegungen, Verkehr und Wärme in den europäischen Emissionshandel aufzunehmen? Das diskutieren wir auch morgen. Ich sehe das tatsächlich sehr kritisch. Aber die Gründe kann ich ja morgen genauer erläutern. Ich finde so die Grundidee, alle Emissionen kommen in diesen Handel rein und dadurch hat man die Gesamtmenge begrenzt und dann erreichen wir ganz sicher unser Klimaziel. Die ist einerseits sehr charmant, aber ich glaube auch, dass dieses Argument sehr theoretisch ist. Und wenn wir dann in 10 Jahren oder so einen plötzlichen, ganz dramatischen Anstieg der CO2-Preise hätten, ich weiß nicht, welcher Politiker dann noch ganz eisern an diesem Klimaziel und dem Cap festhalten würde. Ich glaube, das ist so ein bisschen die ideologische Frage dahinter. Entweder man beantwortet sie mit Ja oder mit Nein und dann hat man sich auch schon entschieden, ob man es sinnvoll findet oder nicht. Also einfach diese Idee beim Emissionshandel, die kostengünstigsten Maßnahmen werden zuerst gemacht und dann kommen später die teuren und ganz langsam schrittweise steigt der Preis an. Ich glaube, das ist einfach so, funktioniert die Realität nicht. Und Investitionszyklen sind auch sehr viel länger als von heute auf morgen. Das vielleicht schon mal so als kleiner Ja. Ausblick auf morgen. Da werden wir uns die Argumente nochmal genauer angucken. Und weil auch ja diese soziale Frage dann auch wieder dranhängt bei Verkehr und Wärme und steigenden Preisen, wenn man dann mit sehr hohen CO2-Preisen auf so verletzliche Sektoren schießt, muss man entweder sehr viel kompensieren oder man hat wirklich eine soziale Schieflage. Oder in einem Sektor wie dem Stromsektor der Kohle geht dann der Strukturwandel viel schneller voran, wo der Sektor gar nicht darauf vorbereitet ist, während in der Autoindustrie weiter verbrannt wird, Fossil Ja. Fuels.
Danke, Svanche. Liebes Publikum, ich danke für die vielen Fragen. Kommen Sie doch morgen wieder. Ich denke, der Link ist jetzt mehrfach rumgegangen. Sie müssen sich bitte nochmal anmelden. Und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch, wünschen wir Ihnen noch. Auf Wiedersehen. Tschüss, danke.